Hallo Leute, willkommen zurück zu Big Bang Emperor. Empire, ich sag immer Emperor. Empire, dritter Teil. Mit Lecky Loletta. Wir haben jetzt den 20 Stunden Arbeitstag abgeschlossen. Haben jetzt 556, ich sag mal Dollar. Steht ja immer nur Scheine. Das würden wohl Dollar sein. Erfolg bekommen. Drei sogar. Gratulation zu diesem Erfolg, hier ist ein Wiederkehrer. 10 Diamanten. Ohne Fleiß kein Preis. Gearbeitet, gibt nochmal 133 Scheine. Das ist doch schön. Und ohne Fleiß kein Preis. Was war das? Keine Ahnung. Und es gibt Fähigkeitspunkte, das ist doch schön. So, zu. Jetzt gehen wir wieder auf Stärke und auf, was hatten wir da? Charisma, ne? Charisma. So, dann würde ich sagen, versuchen wir mal unseren Filmchen zu drehen. So, ach, das ist noch alles gespeichert. Aha, aha. Gut, dann drehen wir ihn jetzt. Ich hoffe, das geht sofort und dauert hier nicht nochmal irgendwie 5 Stunden oder so. Abgaben. Dein Film soll perfekt werden, das ist dein oberstes Ziel. Damit keine größeren Schnitzer passieren, wirst du einige Aufgaben übernehmen müssen. Duellgegner vom Film überzeugt, strahlend weiße. Oh Gott, okay, okay. Machen wir erstmal die Duellgegner. Das ist ja blöd. Das ist jetzt blöd gemacht irgendwie. Überzeugungsarbeit. Überzeuge Leute von deiner Produktion. Wie mache ich das? Wie bügel ich das hier? Kann in Missionen gefunden werden. Gut. Tja, ich gehe mal davon aus, ich muss jetzt vielleicht ein paar Duelle machen. Ich bekomme erstmal einen Gegenstand hier. Ein nettes Röckchen. So, erstmal ein Duell. Nutte 01. Nehmen wir Nutte 01. Nee, ich glaube, ich nehme erstmal. Erstmal gucke ich hier, was ich bekommen habe. Das erhöht meine Attribute. Okay, wo muss ich den hinziehen? Hier. Ups. Wieso war da ein Balken? So. Okay, jetzt haben sich die Attribute verbessert. Dann werde ich jetzt mein Duell machen. Nehmen Jack. Hau ihn kaputt. Oh! Dann schaffen wir, oder? Das schaffen wir. Könnt's überspringen, weil ich find's halt witzig. Die Charaktere sehen halt witzig aus. Boom und Scheine. So wird's gemacht, Scherben. Aber das hat jetzt nichts mit dem Filmdreh zu tun, oder? Okay, drei Fähigkeitspunkte. Wie viel geben wir noch? Jetzt sind wir mal wieder da. Und hier. Und nochmal auf Stärke. So. Jobs will ich jetzt nicht machen. Booster ist noch an. Nee, da kann man so nur kaufen. Studio habe ich auch noch keins. Dann ist aber auch nicht gucken. Sex Shop. Mission und Partys, ja, was haben wir denn hier? Das sind die Kampfmissionen, Fähigkeitsmissionen, oder? Gut, gehen wir mal rein. Das wären 3 Minuten. Ein Anzugträger findet den Weg ins Loophole und stellt komische Fragen. Wie viele Leute dort angestellt seien, welche Aushilfen es gäbe und so weiter. Wie geschwätzig bist du? Gut, machen wir mal. Ich klopfe ihn eins auf die Glocke. Dieser komische Booster ist noch aktiv hier, dieser 25% Booster, sehe ich gerade. Während du im Spiel wartest, kannst du deinen Star ausstatten. Okay, dann gehe ich mal davon aus. Ah, man kann sogar einen Sexshop noch rein. Werde ich mal gucken, was wir hier noch finden. So, das kann ich alles noch nicht benutzen. Neue Ware, gucken wir mal. Da ist ja gar nichts drin. Doch, jetzt kommt's. Die habe ich ja schon. Oder? Ich will ja nichts haben, was irgendwie Attribute runterstuft. Hier.
Den nehmen wir uns, oder? Den Gürtel. Was ist das? Das will ich auch nicht. Das auch nicht. Ja, doch, den nehme ich auch. So, was haben wir da? Oh, sexy. So, geht's jetzt los mit dem Kampf, oder? Es läuft noch, sehe ich gerade. Ja, dann können wir den Krippel die vielleicht schon mal verkaufen. Hier ein Gegenstand hier rauf, um ihn zu verkaufen. Das werden wir tun. So, diese Jacke. Weg. Verkaufen. Also Beginner Set. Da rollt der Rubel. Das ist dann kommt auch weg. So, man kann wohl einmal am Tag nur neue Ware sich anschauen hier. Die Hilfe brauchen wir jetzt auch nicht. Duell können wir jetzt auch nicht machen. Schade, dass man hier nicht noch mehr machen, Sachen machen kann irgendwie. Die Beschreibung, die erspare ich mir jetzt auch. Oh, ich habe schon wieder eine Belohnung. Warum? Von der China pro Tag ausgegeben, gibt nochmal 3 Fähigkeiten. Gute Sache. So, jetzt gehen wir wieder hier und hier und hier. So, wie sieht's aus? Die Mission. Ach so, die Lok hat noch gar nicht angefangen. Gut, die 30 Sekunden warten wir noch. Du kannst dein Aussehen beim Chirurgen anpassen lassen. Mhm. Aber wohl noch nicht jetzt. Geht mal von aus. Ich will mir einfach nur gerade die Diamanten hier aufheben, weil ich nicht weiß, wie viel ich noch brauche oder wie es mit dem Film abläuft. Eigentlich würde ich gerne mal den Film endlich drehen. Ich finde das jetzt. Also, es ist nett gemacht, aber ich finde es blöd, dass man halt so viel investieren muss und alles so lange dauert. Also hätten wir jetzt keine Diamanten, könnten wir ja auch nicht die Mission überspringen. Und in Kürze werden die ja auch bald aus sein. Oh, was? Du willst gerade pflichtbewusst antworten, als er dir seine Karte vor die Nase hält, der Karl Steuerberater. Du willst Rocco nicht in Schwierigkeiten bringen, also bleibst du stumm, bis der Typ sich umdreht und geht. Puh. Ja, das ist ja blöd. Zeitmission, was wäre das? Beim unerlaubten Kneipenbesuch mit Silva steht Zickenterror bevor. Sie denkt, dass du ihren Freund wieder ausspannen willst. Hier gibt es noch andere. Kampfmission. Ach, hier kann man einfach durchklicken. Zeitmission. Wie schaffe ich das jetzt? Das irritiert mich gerade. Wie schaffe ich das mit dieser Überzeugungsarbeit, dass sie hier... Was war das andere? Schwüle Wetter und etwas Alkohol verwandeln einige deiner Gäste in Pornofine in richtige Ekelpakete. Einer wackelt gerade mit heruntergelassener Hose schnurstracks auf Saal 3 zu. Er ruft ganz laut dabei: Pudding! Du was? Okay, das machen wir sofort fertig. Fähigkeitsmission, das sind die Tischdeckendinger, oder? Nee. Eins Lebensmittelkontrolleur. Durchleuchtet das Loophole. Rocco möchte, dass du ihn mit deinem Charme um die Finger wickelst, damit er nicht zu genau in die Ecken schaut. Das wären 11 Minuten. So, das... Was? Das würde 20 Diamanten kosten. Ist ja krank. So, ohne 12 Scheine. Leg dich unter das Messer. Ah, ha, ha, ha. Wie kannst du dein Aussehen anpassen? Will ich eigentlich nicht. Kann man nicht hier irgendwie den Mund oder so verändern? Hautfarbe. Gut, machen wir es noch einen Ticken dunkler. Und dafür soll es wieder Diamanten kosten. Verdammte Axt. Dann machen wir das mal.
27 Schaden. Das Blöde ist ja jetzt, dass doch 20 haben wir noch. Ich würde gerne diese Mission jetzt mal abschließen. Das machen wir auch mal auf. Komm! Boah, das war knapp. So, das Sortiment im Shop hat sich vergrößert. Das ist ja toll. Erreiche Stufe 8. 93 Steine, okay. Wie kann ich jetzt die Leute überzeugen? Kein Fähigkeitsbooster, kein Arbeitsbooster, Missionsbooster. Läuft wann ab? Vielleicht noch bis 25. Das ist ja schön. So, Fähigkeitspunkte. Gehen wir hier ein und hier ein. So. Oh, jetzt sind die Gegner auch ein bisschen stärker. Das war zu erwarten. Neue Gegner, naja, das kostet bestimmt. Wie kann ich jetzt Leute überzeugen hier? Das rückt mich gerade auf. Also wie gesagt, beziehungsweise wie ich in der Folge davor schon mal gesagt habe, das ist ja schon ziemlich pay to win. Ne? Wenn man jetzt normal spielt, ohne dass man die Kohle ausgibt, dann ja, ist man offensichtlich hinten in den Popo gekniffen. Weil das dauert halt ewig und drei Tage. Mal gucken, was diese Diamanten hier kosten. 2,99, na, ist ja interessant. Und natürlich hier das 100er Sparpaket. Bezahle per Telefon. Oh Gott, das hier finde ich eigentlich fatal. Bezahle per Telefon. Da gibt es doch bestimmt genug Kiddies, die einfach dann sich mal hier so denken, oh, 10er kann man ja mal investieren, ne? Und dann müssen sie ja 10 Euro mehr bezahlen. Also, und die Eltern wundern sich, wo hat der Bengel angerufen, ne? ja. Aber für 300 würde ich das vielleicht auch noch machen. Einfach nur mal, um noch ein bisschen zu zeigen, wie es hier weitergehen könnte. Sehr eventuell mache ich das gleich mal. Diamanten verdienen, ach, diese Möglichkeit gibt es auch noch. Aber da muss man ständig irgendwelche Fragebögen ausfüllen und sowas. Ich kenne das noch von ganz, ganz von Gripolis. Gripolis, genau, da war das genau. Da konnte man sich auch Diamanten verdienen. Müsste ständig irgendwelchen Krempel ausfüllen und ist dann auf Unmengen Werbeseiten gekommen, wo man dazu gemüllt wurde und wer weiß, was sich dann noch installiert hat. Ne? Ich war ja, ich bin ja immer recht gut geschützt, aber es ist ja nicht bei jedem so. Nee, das interessiert uns nicht. Freund hinzufügen, Freund hinzufügen, Freund hinzufügen. Wie gesagt, da wird ein Alter mal ganz schön Werbung ins Gesicht gebrettert. So, machen wir jetzt noch einen Job oder nicht? Ah, verdammt, ich sehe gerade. Ich weiß jetzt auch nicht, wie bekommt man neue Leute dazu. Guten Tag, wie geht's? Besuche ein Spielerprofil. Diese Aufgabe findest du im Bereich Rangliste. Okay, das mache ich nicht. Rangliste, ja komm, Spielerprofil. Zeige den ausgewählten Star. Oh ja. Yeah. YMCA. Was ist denn hier? Kriegst du ein Outfit, so sind deine Beinkleider nicht sichtbar. Ne? Okay. So, das Spielerprofil besucht. Kaufe einen Fähigkeitspunkt. So, warte mal. Nehmen wir mal hier ein. Ach, ist ja interessant. Das ist interessant. Ich dachte, die kosten Diamanten. Für 5 Scheine, da steht's ja. Da können wir uns natürlich noch ein bisschen pushen, oder? 27 Scheine. Entschuldigung. So, der für dich passende Erfolg. Ja, bitte. Klicke für weitere Informationen. Das war dein erster Besuch beim Fotografen. Dafür sieht das Ergebnis wohl. Ja, wie macht man das denn? Fotograf hier. Kannst du dein Avatar-Foto anpassen? Das wird sein.
Das wird sein. Filter. Was für ein Filter? Ja, nehmen wir so ein Ding, oder? So, ja, ja. So, bam. Das war's. Okay. Auch erledigt. Duelle gekämpft. Oh, die schaffen vielleicht schon wieder zwei. Ich kaufe mir noch ein paar Fähigkeitspunkte. Ach hier, jetzt sieht man es. Hier sind die ganzen Missionen, die man, also die Erfolge, die man jetzt als nächstes noch machen kann. Also Missionsübersicht. Okay, wenn man zu oft hintereinander kickt, dann stoppt er sich ein bisschen. Ja komm, gehen wir bis 400, ne? So. Dann würde ich sagen, machen wir noch eins. Was bedeutet das hier? Dein Mut, jeder Angriff kostet dich 20 Mut. Du kannst jetzt noch viermal kämpfen. Ach so! Ich dachte, das hat irgendwas mit der Kampfkraft hier oder so zu tun. Pass auf, dann machen wir noch einen Angriff. Ich gehe ja gar nichts an. Oh, das wird nicht angezeigt, ne? Oh, die macht mich fertig, glaube ich. Die macht mich, glaube ich, fertig. Du Luder, ey. Die schaffen wir nicht. Verdammt. Sie hat uns gefistet, wollte ich sagen. Oh! Ich habe Ruhm verloren. Verdammt. So. Neue Gegner. Voll auffüllen? Nee, will ich nicht. Neue Gegner. Oh, hier. Das kostet nichts. Doch, jetzt kostet das was. Einmal am Tag ist es wohl gratis. Scheint so. Immer Monique Fantastik. Das ist der Typ, oder? Das ist doch der hier. So. Jetzt kommen sie weg. Wir haben mehr Leben als ich. Ausgewichen? Ja. Gib alles, Mädel. Wenn ich schon wieder rumverlieren will, hier ein blödes. Gleich auf. Oh, die macht uns auch fertig, verdammt. Obwohl, das, wenn ich jetzt ausweiche, ja, yeah, komm, jetzt mach sie kaputt. Oh, ist das spannend. Juhu! 110 Ruhm. Okay, mehr Ruhm gewonnen, als wir verloren haben. Und 7 Scheine. So, jetzt kann ich leider nicht nochmal die Gegnerschar. Oh, der Erfolg ist fertig. Ach, es ging um einfach nur kämpfen und nicht gewinnen. Schön, schön, schön. 10 Diamanten. Ey, wir haben Diamanten, da können wir noch schnell, glaube ich, eine Mission mit beenden. Aha, 25 Punkte pro Fähigkeit ausgeben. Warte, das machen wir schnell. Das machen wir schnell. Bab. So, hier haben wir wahrscheinlich schon. Hier? Ne, hier. Hier hat's gefehlt, da. Ja. Ich hab die ganze Zeit hingeguckt, gar nicht drauf geachtet. Kauf dir einen Fähigkeitsbooster. Also, wie gesagt, ihr müsst wahrscheinlich echt ein paar Euros investieren, wenn ihr das wirklich spielen wollt. Und hier, ihr könnt ja in eine andere Richtung gehen, dann wie ich später. Das ist ja alles am Anfang hier, wo jeder wahrscheinlich dasselbe machen muss. Erstmal. So, das nehmen wir entgegen. Und, ich werde jetzt tatsächlich mal probieren. Ich probiere das jetzt mal. Ich komme mir wahrscheinlich mal für 3 Euro hier, nur um euch das zu zeigen, so ein paar Diamanten. Bin immer gespannt, wie das in meiner Telefonrechnung aussieht. Aber wahrscheinlich wird das einfach dazu gerechnet dann, also erhöht, ne? Sonst hätte man halt einen Anruf gemacht für 3,99 Euro. Oder was war das? 2,99 Euro? Irgendwie sowas, ne? Gut. Also, wenn es geklappt hat, so oder so, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, dann habt Spaß, ne? Bis dann.